Durch diese Tür trete ich jeden Morgen ins Gebäude ein. Können Sie mir bitte folgen? Oder die dritte Variante und die schwierigste. Beim Schlagzeugspielen ist es das Wichtigste, den Takt nicht zu verlieren. Genauso wie draußen bei den Jungs am Band. Und deswegen würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal raus. Okay. Nehmen wir zum Beispiel hier die Gruppe 1, hatte bei Schleppmoment 2 NEO heute in der Frühschicht. NEO ist bei uns die Kurzbezeichnung für nicht in Ordnung. IO ist in Ordnung. Dann kann ich sehen, dass wir hier in der Gruppe 2 beim Hauptlagerdeckel verschrauben, das ist der Bereich hier vorne, ein NEO hatten. In meiner Verteilzeit, die ich habe, lese ich sehr gerne. Ich lese euch mal ein bisschen was vor. Keine Angst, es ist nur ein harmloser Teil. Dunkelheit und neuer Schnee. Hannibal inmitten der Leichen. Wie viel später, wusste er nicht. Schneeflocken, die vom Himmel schweben und sich auf dem dunklen Haar und den Augenlidern seiner Mutter niederließ. Sie war die einzige Leiche, die nicht schwarz verkohlt war. Hannibal versuchte, sie wegzuzehren und zieht an ihr, aber der Körper war am Boden festgefroren. Wie gesagt, noch ein harmloser Teil. Die Szenen, in der Menschen gegessen werden, die erspare ich euch lieber. Wenn ich hier arbeite, kann ich manchmal mit meinen Gedanken total abschalten, da denke ich an gar nichts. Meistens denke ich darüber nach, was ich gerne am Wochenende unternehmen möchte mit meinem Sohn oder was ich für ihn kochen möchte und auch für mich. Manchmal allerdings, dann denke ich daran, wie es ist, wenn man in einer Beziehung lebt, einen Partner hätte. Ich habe leider keinen Partner. Ich möchte auch gern wissen, wie es ist, wenn man abends nach Hause kommt und jemand wartet auf einen. Hallo, mein Name ist Andreas Borg, bin 36 Jahre alt und ich habe hier die Aufgabe, die verschiedenen Bauteile auf die verschiedenen Regale hier in der Halle zu verteilen, damit die Mercedes-Mitarbeiter sie dann an den Motor anbauen können. Ich verdiene 1200 Euro brutto im Monat. Wenn ich Spätschicht habe, so wie heute, fange ich um 14 Uhr an zu arbeiten. Manchmal denke ich auch an meine Katze, mit der ich alleine zu Hause wohne. Was sie wohl den ganzen Tag so macht. Schläft sie? Oder jagt sie Insekten, die durchs offene Fenster gekommen sind? Oder stellt sie mir wieder mal die Wohnung auf den Kopf? Ich bin Mitarbeiter des Werkschutzes hier im Hause. Wie es Ihnen nicht entgangen sein wird, bin ich Ihnen mehr oder weniger auffällig hier hinter und neben Ihnen hergelaufen, was auch einen Grund hat, denn es gehört zu den Obliegenheiten des Werkschutzes, auf Gruppen wie Sie hier aufzupassen. Ich bin Teil einer Theatergruppe. Ich bin ein Anhänger des Method Acting, das aus den USA kommt und von Lee Strasberg entwickelt wurde in den 50er Jahren. Ich habe da mal einen Workshop drüber besucht und da ist auch das Unterspielen, also das, was man Understatement nennt. Weil es genügt manchmal nur ein Blick, eine kurze Geste oder ein kurzes Lächeln.